Der Weg in die Selbstständigkeit war, vor allem kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990, ein häufig gewählter Weg. Auch Ulrich Fese machte sich 1990 mit seinem eigenen Transportunternehmen selbstständig, um im vergangenen Jahr, also nach 25 Jahren im Betrieb, langsam an den Ruhestand zu denken. Auf der Suche nach einem Nachfolger sieht man sich gern erst in der eigenen Familie um. Und so übernahm Tochter Annika Fese in diesem Jahr die Leitung des Unternehmens in Hohenwarte. Ein Schritt, für den sie sich an vielen Stellen Hilfe gesucht hat. Also ich habe mich an verschiedene Beratungsstellen gewandt, unter anderem an die IHK, an Existenzgründerstellen. Ich habe mich mit einem Steuerberater und mit einem Rechtsanwalt zusammengesetzt und haben verschiedene Wege besprochen, wie es laufen könnte. Viele verschiedene Wege auch wieder verworfen und irgendwann dann die hoffentlich für uns günstigste Lösung gefunden. Schon im letzten Jahr, zum Firmenjubiläum, sollte die Übergabe erfolgen. Aufgrund diverser Probleme verzögerte sich dieser Prozess jedoch. Am Ende stand ein 1,5 Jahre langer Weg von der Idee zur Umsetzung. Ihr zur Seite stand dabei auch Erik Stephan, einer der Unternehmenscoaches der IHK Magdeburg. Er macht deutlich, was genau eine Industrie- und Handelskammer im Fall einer Unternehmensübergabe leisten kann. Was die Kammer dazu leisten kann, ist schon im Vorfeld das Unternehmen, sage ich mal, auf stabile Füße zu stellen. Das heißt, Beratungen durch die verschiedenen Geschäftsbereiche anzubieten. Nehmen wir mal an, das Thema Fachkräftesicherung. Es ist ja auch wichtig, wenn ich ein Unternehmen übergebe, dass auch die Mitarbeiterstruktur altersmäßig und von der Qualifikation her gut aufgestellt ist. Ja, auch hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kennziffern können wir beraten. Und letztendlich, wenn es nachher daran geht, diese Übergabe zu gestalten, beraten wir auch hinsichtlich all dieser Punkte, die es dabei zu beachten gibt. Wir helfen dabei, ein Nachfolgekonzept zu erstellen und einen Nachfolgefahrplan. Die IHK geht von knapp 2700 Unternehmen in Sachsen-Anhalt aus, die übergabereif und würdig sind. Die Dunkelziffer mag noch höher liegen. Mit diesen Unternehmen steht und fällt die wirtschaftliche Basis des Landes. Die Kleinteiligkeit der Wirtschaft ist einer der Faktoren, die sie so stabil und krisensicher macht. Will man also ein solch wichtiges Unternehmen weiterführen, dann hat Annika Fese noch ein paar gute Tipps parat. Also sich wirklich vorher intensiv mit beschäftigen, sich auch das nötige Fachwissen aneignen, wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt oder vielleicht vorher was anderes gemacht hat. Und ganz wichtig, wer Familie hat, die Familie muss dahinter stehen. Wenn das nicht ist, funktioniert es nicht. Also wenn der Partner da nicht mitspielt, dann geht's, glaube ich, nicht.